Hallo ihr Lieben, Klimafasten Teil 3. Die Fastenzeit geht weiter und heute ein kurzer Beitrag von mir zum Thema Pariser Klimaabkommen. Ist ja in aller Munde, ist ja 2015 unterzeichnet worden von 197 Staaten, die sozusagen alle gesagt haben, unsere Lebensgrundlagen sind ein gemeinsames Gut und deswegen können wir die nur weltweit schützen. Das ist an und für sich ein super guter Gedanke und wir wollen das Pariser Klimaabkommen weiter stärken. Wir müssen aber auch sehen, dass leider gerade die Industriestaaten nicht ihre Verpflichtungen in dem Maße einhalten, wie sie es eigentlich zugesagt haben. Und die Inselstaaten, die schon vor 2 Jahren gesagt haben, unter 2 Grad ist eigentlich zu niedrig, 1,5 Grad ist das Ziel und außerdem jedes Zehntel Grad zählt, weil wir nämlich sonst unsere Lebensgrundlagen verlieren, weil uns das Wasser bis zum Hals steht. Die sozusagen sind so ein Stück weit Rufer in der Wüste, weil Stand ist, wir haben die höchste CO2-Konzentration in der Atmosphäre, die wir jemals hatten. Stand ist, dass die großen Industriestaaten noch kein angeschärftes Klimaziel eingereicht haben, was sie eigentlich Ende 2020 hätten tun müssen. Und deswegen, das Pariser Abkommen ist gut, aber es reicht nicht nur beizutreten, man muss dann auch was tun. Und deswegen meine Bitte an euch, was können wir tun? 19.03. ist der nächste große Klimastreiktag, ausgerufen von Fridays for Future. Geht auf die Straße, beteiligt euch, macht Druck, dass das Pariser Abkommen wirklich auch bei uns in jeder Kommune umgesetzt wird. Tschüss!